Und schon wieder zurück beim Mass Effect 3 in der wundervollen Legendary Edition. Wir sind immer noch auf Omega und bei der Rückeroberung von Omega haben mittlerweile herausgefunden, dass Nyrene die Anführerin der Talons ist. Eine der Gangs, die hier übrig geblieben sind und die offensichtlich versuchen, etwas Gutes auf Omega zu bewirken. Unsere Aufgabe ist es, mit Nyrene zu reden, aber erstmal gucken wir uns natürlich hier ausführlich um. Ich habe das Gefühl, die Talons bestehen hauptsächlich aus Turianern, kann das sein? Na, das sind Salarianer. Und Batarianer. Hey, Commander. Ich wollte mich nur bei Ihnen bedanken. Ja klar, immer doch gerne. Kein Problem. Hab gerade dem Boss Meldung erstattet. Immer noch keine Adjutanten. Den Geistern sei Dank. Müssen wir uns überhaupt Sorgen machen? Seit dem Dockarbeiter hat es keinen mehr erwischt, oder? Hör mal, ich weiß, du bist neu hier. Aber an die Adjutantenwache musst du dich gewöhnen. Letztes Mal war es nur einer. Und trotzdem musste Cerberus einen ganzen Bezirk abriegeln, um damit fertig zu werden. Sie haben nicht mal versucht, den Eingeschlossenen zu helfen. Kann mir kaum vorstellen, was das für ein Ende war. Ich sag dir was. Wenn du ein unheimliches Flüstern hörst, schnappst du dir deine Freunde und haust ab. Diese ganze Adjutantensache scheint für Cerberus ja wirklich komplett nach hinten losgegangen zu sein. Keri-Wandler. Ach, das war für ihn hier, für den Kerl, der uns gesagt hat, er braucht da Dinge aus der Station. Stimmt. Hier sind noch mehr medizinische Vorräte. Mehr medizinische Vorräte, die nehme ich mit. Oder auch nicht. So, das ist Nyrene. Datenpad untersuchen. An Kundschafterteam E von Basis 2. Es heißt, Arya habe den Angriff auf die Station angeführt und sei jetzt mit an Bord. Der Boss ist unterwegs, um der Sache auf den Grund zu gehen. Versucht, euch aus allem Ärger rauszuhalten, solange sie weg ist. Und lasst euch nicht erwischen. Unsere Truppen sind im Moment gebunden, also haben wir nur begrenzte Rettungsoptionen. B2T. Und Krogana auch. Ja Mensch, ach, der blockiert uns mal eben den Weg nach da hinten. Na gut, ich hab verstanden. Wir sollen wirklich mit Nyrene reden. Oder? Na gut. Shepard ist zu dick dafür. Cerberus zieht sich erstmal zurück. Die Späher sollen weiterhin auf den nächsten Angriff achten. Du hast ausgezeichnete Arbeit geleistet, Nyrene. Aber jetzt übernehme ich. Du weißt ja, was mit Leuten passiert, die mir widersprechen. Und wenn ich Nein sage, tötest du mich dann? Meine Leute werden da nicht mitmachen. Ja, sie scheinen ekelhaft loyal zu sein. Wie auch immer, ich kriege, was ich will. Diesmal nicht. Keiner von uns schafft diese Sache allein. Zusammenarbeit ist unsere einzige Chance. Mag sein, aber meine Priorität ist die Bevölkerung von Omega. Du übernimmst eine Gang und glaubst, du kannst über Omega entscheiden? Nyrene, sieh zu und lerne. Ez? Alles in Position. Die gesamte Station ist verbunden. Bevölkerung von Omega, ich bin zurück. Cerberus glaubt, ihr werdet besiegt. Sie glauben, sie hätten euch unter Kontrolle. Das ist ein gewaltiger Irrtum. Ihr seid die Gesetzlosen der Galaxie. Ihr werdet nicht besiegt und niemand kann euch kontrollieren. Seid bereit! Bald könnt ihr euch gegen die Unterdrücker wehren! Gemeinsam erobern wir Omega zurück! Das ist dein Plan? Zivilisten gegen Cerberus einsetzen? Alles ist besser, als wie ein hirnloses Tier im Käfig auf die Schlachtbank zu warten. Ich weiß, was du vorhast, Arya.
und es gefällt mir nicht. Ich muss Zivilisten evakuieren. Darum kümmere ich mich später. Okay, machen wir die Leute abmarschbereit. Los! Was versuchen Sie da eigentlich? Versuchen? Das Volk von Omega, mein Volk, kämpft gerne. Wenn es losgeht, werden sie bereit sein. Nirenes Moralkodex verhindert, dass sie zusieht, wenn Zivilisten in Gefahr sind. Das macht sie so berechenbar und damit so leicht zu manipulieren. Cerberus startet eine weitere Offensive. Anscheinend hat nicht nur mir deine kleine Rede missfallen, Arya. Ich habe seine Aufmerksamkeit. Gut. Commander, die Landeplätze gehören Ihnen. Meine Leute und ich halten die Haupttüren. Verstanden. Ja, Arya hat die Zivilisten nur mit reingezogen, weil sie weiß, sobald die Zivilisten im Kampf sind, muss Nirene in den Kampf, um den Zivilisten zu helfen. Wobei ich überzeugt bin... Was? Dahin. Wobei ich überzeugt bin, dass... Dass vermutlich ohnehin nur die Zivilisten kämpfen werden, die auch wirklich kämpfen wollen. Es wird mit Sicherheit viele, viele geben, die sich lieber verstecken werden. Und auch durchaus einige, die nicht kämpfen sollten, aber die kämpfen werden. Und das kann man ihnen ja auch nicht verwehren. Ich bin mir nicht sicher, ob das nicht vielleicht doch tatsächlich eine gute, in Anführungszeichen, Taktik ist. Den Leuten zumindest die Möglichkeit zu lassen und zu sagen, hey, wir sind da, es lohnt sich jetzt für euch. Ihr solltet es jetzt versuchen, jetzt oder nie. Hey! Hallo? Lass das mal sein. Hier haben wir eine ganze Menge von diesen Mechs. Einer ist noch übrig. Das war's. Dankeschön. Oh, nee, da sind noch Mechs übrig, oder? Huch. Ja, dieses Schild bringt ihnen halt auch nicht viel. Wir brauchen ihre Hilfe bei den Haupttüren. Wir sind unterwegs. Ja. Ich dachte, ich sollte hier... Okay, ich will jetzt gerade gar nicht zu sehr hier mich hier verhaspeln. Bevor Nirene da hinten irgendwas passiert. Das wäre schlecht. Hui! Schön, dass ihr zugemacht habt. Systemausfall in Kürze. Dankeschön. Oh, großer Gott. Oh, großer Gott. Die Talons werden mitkämpfen. Jemand muss dafür sorgen, dass du unsere Bevölkerung nicht verheizt. Sehen Sie, Shepard? Lassen Sie mich raten. Ich bin berechenbar und darum leicht zu manipulieren. Fast wörtlich zitiert. Sie glaubt, sie trickst sie aus. Das ist nichts Neues. Aber eins ist klar. Meine Leute kommandiere ich. Da gibt's keine Diskussion. Solange sie bereit sind? Oh, sie werden bereit sein. Es wäre Blödsinn gewesen, an der Stelle zu lügen. Ich meine,
Es ist ja offensichtlich gewesen. Es ist fast geschafft, Shepard. Die Talons sind das Kanonenfutter. Nun müssen wir nur noch die Kraftfelder ausschalten, um zum Afterlife zu kommen. Wodurch die Zivilisten von Omega freikommen. Cerberus muss 1 Million Brände löschen. Mit einem Schlag arbeiten uns die Bevölkerung und die Talons in die Hände. Sie sollten ihr Bündnis nicht gefährden, noch bevor es überhaupt Form annimmt. Ich habe gelernt, nicht auf Wahrheit und Wohlwollen zu bauen. Vielleicht wäre das jetzt angebracht. Ich sag Ihnen was. Ich denk drüber nach. Und jetzt plane ich an der Steuerkonsole den nächsten Schritt. Drängend. Darf ich um Ihre Aufmerksamkeit bitten? Die Lage hier wird langsam ein bisschen brenzlig. Was ist denn? Darf ich um Ihre Aufmerksamkeit? Vorsichtig aufgeregt. Willkommen bei Herod's Emporium, Mensch. Erleichtert. Ich freue mich, dass Arya zurück ist. Das versteckte Hinterzimmer wurde langsam eng. Ihre Patrouille hat mich befreit. Durchtrieben. Ich habe einen Plan für den Ausgleich meiner Verluste durch die Cerberus-Übernahme. Informativ. Der General hat nach der Übernahme Arias Sofa aus dem Afterlife geworfen. Ich möchte ihre Gunst erlangen, indem ich es ihr zurückbringe. Verlockend. Wenn sie es finden und mir die Koordinaten schicken, soll es ihr Schaden nicht sein. Ich bin Commander Shepard und ich bin auf der Suche nach einem Sofa. Das hat für mich keine Priorität, aber ich halte die Augen offen. Dankbar. Im Erfolgsfall gebe ich Ihnen einen Finderlohn für Ihre Mühen. Ich gebe Ihnen Bescheid. Höflich. Einen schönen Tag noch. Schauen Sie bei meinem Kiosk vorbei, wenn Sie etwas kaufen möchten. Oh, wir können jetzt was kaufen. Harrods Emporium ist wieder da. Sehr schön. Was haben wir denn hier? Sturmgewehr, Hochgeschwindigkeitslauf. Schwere Pistolenlauf, Schrotflinte, Schrotflinte. Das sind alles nur Mods und Mods lasse ich aus Prinzip außen vor. Genau die habe ich gebraucht. Danke. Aber gern doch. Und ich bin mir gerade nicht sicher, aber für die Hackerin da oben, wir hatten glaube ich nicht alles freigeschaltet, oder? Nur die Ruhe, alles im Griff. Wir hatten glaube ich nicht alles freigeschaltet, was sie uns sagte. Ich habe den feindlichen Zugang zu kritischen Bereichen blockiert. Der Frontalangriff sollte jetzt weniger gefährlich sein. Mhm. Aber da fehlt doch noch was. Ich meine, sie hatte gesagt 77% oder so. Dem Hacker helfen, hier. Aber es kann natürlich sein, dass noch andere markierte Terminals auf weiteren Routen. Die Route da hinten zum Beispiel haben wir ja noch gar nicht über uns gebracht. Dass noch andere Terminals auf anderen Routen auf uns warten. Da werden Sie eine Überraschung erleben. Oh ja. Az hat gerade eine Ankündigung geschickt. Wir brechen in Kürze auf. Hm, das muss ich verpasst haben. Was? Überprüfen Sie denn nicht Ihr Universalwerkzeug auf Nachrichten? Gar nicht? Hey, ich habe viel zu tun. Muss Dinge erledigen. Wichtige Dinge. Wie zum Beispiel den Aufbruch vorzubereiten. Was Sie übrigens jetzt gerade tun sollten. Ja, nicht immer nur immer aufs Handy gucken und neue Nachrichten checken und Instagram und so. Ja, da mal ein paar wichtige Dinge tun. Okay, ich glaube, viel mehr können wir jetzt gerade hier gar nicht machen, weil die Türen nach draußen sind schon verriegelt. Hier, da konnten wir vorher noch raus. Die ist mittlerweile verriegelt, weil draußen wahrscheinlich schon Cerberus steht. Dann bleibt nur noch Arya. Ich höre es. Ich habe die Energiequelle der Cerberus-Kraftfelder gefunden. Ich verstehe. Shepard, sehen Sie mal. Der General zieht Energie von einem meiner Hauptreaktoren tief im Herzen der Minen von Omega ab. Leider wird der Zugang durch die Kraftfelder selbst abgeschnitten. Nicht ganz. Da ist ein freier Weg durch dieses dunkle Gebiet. Da nach oben. Mhm. Die Aufbereitungsanlage einer der Minen. Stillgelegt. Nicht durch Kraftfelder blockiert. Wir dringen dort ein, gehen durch die Mine und nehmen dann diesen Fahrstuhl zur Hintertür des Reaktors. Gutes Auge, Shepard. Dann los. Nicht ohne mich. Arya, meine Patrouille hat sie aufgegriffen. Bitte, so ein Blödsinn. Wir sind jetzt Verbündete. Hat Arya das nicht erzählt? Nareen wurde erwartet, Bray. Zurück auf ihren Posten. Die Talons sind bereit. Aber wenn ich meine Leute ins Getümmel schicke,
will ich sicher sein, dass die Kraftfelder endgültig unten sind. Ob's ihnen passt oder nicht, sie haben mich am Hals. Vertraust du mir etwa nicht ganz? Ich vertraue dir überhaupt nicht. Wir ziehen zusammen in den Krieg. Ich sorge für Kooperation. In Ordnung, Commander. Zum Glück sind nicht alle auf dem Machttrip. Warte bei der Krankenstation, Nareen. Wir kommen gleich nach. Shepard, ich muss noch ein paar Befehle erteilen. Ich treffe sie dann auch dort. Ich finde es faszinierend, dass Shepard einen Plan machen kann und sagen kann, wir gehen durch die Mine. Dann deutet sie mit dem Finger ganz grob in Richtung dieses Modells und sagt, und nehmen diesen Aufzug. Wir haben gesehen, wie groß die Station im Inneren gewesen ist und wie viele hunderte Aufzüge es da wohl geben muss. Deutet auch mal auf das Objekt und sagt, ja, den Aufzug, siehst du den? Den können wir nehmen. Ja, warum nicht? Hat Arya noch Informationen für uns? Ich kann es schon fühlen, Shepard. Sobald wir das Absaugen am Reaktor beenden, ist der Weg zum General frei. Abgesehen von den Tausenden von Truppen zwischen ihm und uns. Details. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Wollen Sie über irgendwas reden? Was geschieht, wenn wir die Kraftfelder abschalten? Es kommt zum Aufstand. Chaos bricht aus. Und wir führen die Talons und meine Truppen gnadenlos bis zum Kontrollzentrum des Generals im Afterlife. Ein Blutbad. Ja, wenn die Kraftfelder fallen, bricht hier die Hölle los. Aber meiner Ansicht nach ist nur Petrovsky an dem Blutvergießen schuld. Glauben Sie, Nareen ist über das zwischen Ihnen beiden weg? Es ist zwar lange her, aber Nareen ist der Typ, der nicht vergisst. Die meisten Leute sind mir egal. Und wenn ich mal keine tödlichen Spuren hinterlasse, dann zumindest dauerhafte. Aber ich will ihr definitiv nichts Böses, solange sie sich mir nicht in den Weg stellt. Vernebelt Ihr Hass auf den General Ihnen den Blick? Er verschafft mir eher klare Sicht. Der Mann hat aus Omega ein Gefängnis und eine Startrampe für Cerberus-Aktionen gemacht. Sie sollten ihn auch hassen. Ich jedenfalls kann es kaum erwarten, ihn in die Finger zu kriegen. Ich werde Sie nicht länger belästigen. Okay, wenn Sie bereit sind, treffe ich Sie und Nareen am Ausgang bei der Krankenstation. Okay. Diese ganzen Ressourcen, die wir hier verschwenden, um gegen Cerberus zu kämpfen, wenn wir die einfach alle in den Kampf gegen die Reaper schicken könnten und wenn wir zusätzlich noch das Ganze, was Cerberus im Augenblick hätte, gegen die Reaper einsetzen könnten, das wäre so viel sinnvoller als alles, was wir hier gerade tun. Wir löschen uns nur gegenseitig selber aus. Also, zwar in kleinem Maßstab, wenn man es ganz samtgalaktisch betrachtet, aber trotzdem. Ich weiß, es ist wenig Zeit, aber ich wollte mit Ihnen reden. Allein. Arya wird bald hier sein. Es ist vielleicht unsere einzige Chance. Ich will Arya nicht aushebeln. Ich weiß, dass sie skrupellos sein muss. Sie soll ihre Rache haben. Ich tue das nicht für mich oder für Arya oder was wir früher mal hatten. Sondern für das Volk von Omega. Schon klar. Jemand muss ihre Interessen vertreten. Unfassbar mächtige Kräfte werden eine Schlacht führen. Und sie sind mittendrin. Wenn wir die Kraftfelder ausschalten und in den Krieg ziehen, behalten sie hoffentlich die Leute im Hinterkopf. Welchen Eindruck haben Sie von Petrovsky? Ein Gegner, der Respekt verdient. Und zwar nicht nur, weil er klug ist. Als ich anfing, die Talons zu organisieren, bot er jedem eine Amnestie an, der seine Waffen niederlegte. Einige meiner Leute ergaben sich. Und er hat sein Wort gehalten. Er folgt einem Kodex. Und zwar, soweit ich das sagen kann, nicht demselben wie der Unbekannte. Sind Ihre Leute bereit zum Kampf? Um die Talons müssen Sie sich nicht sorgen. Sie waren früher Diebe und Schurken. Aber jetzt sind sie loyal bei der Sache. Wir kämpfen für eine bessere Welt. Ich weiß nicht, ob das auch für unsere Asari-Freundin gilt. Ich nehme an, wir werden es bald wissen. Wie sind Sie denn an Arya geraten? Ich war glücklich beim turianischen Militär. Aber als meine biotischen Kräfte kamen,
haben meine Vorgesetzten mich versetzt. Eigentlich wurde ich weggesperrt. Ich konnte meinem Volk nicht mehr dienen. Also ging ich weg. Ich habe überall in der Galaxie nach einer neuen Bestimmung gesucht. Und kamen dabei hierher? Eher zufällig. Aber plötzlich war da diese wunderschöne, wilde Kreatur, die sich von niemandem verbiegen ließ. Ich gebe zu, ich war verzaubert. Ich wollte, dass ein bisschen davon auf mich abfärbt. Wie nah standen Sie sich? Die Anziehung war unbestreitbar. Ihre Stärke und meine Unsicherheit ergänzten sich. Vielleicht hat sie das ähnlich empfunden. Aber mit ihr zusammen zu sein, hieß so zu werden wie sie. Nyrene Kandros löste sich auf. Auf mich wirken Sie sehr eigenständig. Ich bin Aria trotzdem dankbar. Durch sie habe ich mich daran erinnert, wer ich bin. Es war nicht einfach, mich zu befreien, aber ich bereue nichts. Sie sind eine Veteranin. Warum verstören Sie diese Adjutanten so? Für sie ist der Kampf gegen Reaper ein alter Hut. Aber diese, was sie mit den Leuten machen, sie könnten noch da sein. Und wenn sie zurückkehren, ich will gar nicht wissen, was dann mit der Bevölkerung von Omega passiert. Dieses Bild treibt mich an. Sucht mich heim. Was wissen Sie über die Kraftfelder von Cerberus? Die Technologie stammt von jenseits des Omega-4-Portals. Fleisch wird bei Kontakt aufgelöst. Der Energiebedarf muss enorm sein. Ich fürchte, eine Unterbrechung könnte andere Systeme der Station destabilisieren. Hoffentlich gehen wir sorgfältig und überlegt vor. Besten Dank, Nyrene. Wir brechen bald auf. Ich bin bereit. Jenseits des Omega-4-Portals, das bedeutet, der Unbekannte hat Kollektorentechnologie eingesetzt für die Schilde. So ein Schlawiner. Commander? Na, gucken wir mal. Wir haben beide wieder mit dabei, wir sind gut ausgerüstet. Ich glaube, da muss ich jetzt nichts verändern, aufstiegstechnisch. Ja, könnten wir hier die Disruptor-Munition jetzt auf den höchsten Stand bringen? Wir müssten sie mal nutzen. Das wäre mal... Ja. Vier Punkte. Er kann auch einmal das Blutbad aufsteigen und hier sechs Punkte. Der biotische Protektor. Alles klar. Auf geht's. Wir erreichen eine der E-Zero-Aufbereitungsanlagen. Sie wurde runtergefahren. Also müssen wir die Tür aufbrechen. Verstanden. Der Zugang zur Mine ist auf der anderen Seite. Und dahinter ist der Reaktor. Laut Plan schon. Ich habe Omega geführt, Nyrene, nicht in den Minen gearbeitet. Nein, dafür hattest du Zwangsarbeiter. Bei den Geistern. Ruhig, die gehören alle zu Cerberus. Sie wurden in Stücke gerissen. Das gefällt mir nicht. Vielleicht sehen wir dann jetzt doch das erste... Wow. Das erste Mal einen Adjutanten, der sich hier herumschleicht, denn ich glaube kaum, dass irgendwer von den Leuten von den Talons in der Lage wäre, die hier auf diese Art und Weise auseinanderzureißen. Wow. Diese beeindruckenden Orte, die Mass Effect erschafft. Jedes andere Spiel hätte hier jetzt eine Mauer hingemacht. Nö, Mass Effect macht da so eine riesige Halle. Das ist so wundervoll. Und wieder komme ich mir ein bisschen vor wie bei System Shock. Im Dunkeln durch technische Gänge marschieren und Angst vor dem haben, was das hier verursacht hat. Das war mal ein Schildgenerator. Den hat es auch schon erwischt. Mehr Tote. Oh mein Gott. Das war ein Blutbad.
Ich habe ein ungutes Gefühl. Wir sollten nicht... Still! Was ist das? Ein Adjutant. Oh nein! Der General muss den Bereich abgeriegelt haben, um ihn drinnen zu halten. Schön. Und wir haben den Bereich gerade wieder aufgemacht, um hochzukommen. Schön. Finde ich gut. Dann sollten wir nach Möglichkeit den Adjutanten jetzt auch... Wow. Jetzt auch beseitigen, denn die Tür da hinten ist offen. Und wenn der das hier mit Cerberus machen kann, dann will ich nicht wissen, was passiert, wenn der uns in die Flanke fällt. Ein bisschen orientierungslos gerade. Der Fahrstuhl zu den Minen ist hinter dieser Tür. Sie ist deaktiviert. Dann müssen wir die Energie einschalten. Es muss hier irgendwo eine Hauptsicherung geben. Diese Kabel versorgen die Tür mit Strom. Wir sollten ihnen folgen. Diese Kabel. Aber was ist da hinten? Credits. Na also. 2000. Naja. Ist nicht viel, aber steht, der Tropfen hüllt den Stein, ne? Da hinten liegt noch Munition, die sehe ich da rumblinken. Diese Leiter rauf. Ja, Aria, ich bin ja schon da. Ich eile. Hier drüben. Wir müssen den Energieschalter finden. Folgen wir der Verkabelung. Ich bin gerade selber ruhiger, weil ich Angst habe, dass wenn ich zu laut spreche, das Vieh mich hören kann. Na, ich will doch nur... Okay, da oben komme ich nicht rauf. Hier komme ich auch nicht rauf. Wir müssen so über die Kabel marschieren. Hier entlang, Shepard. Da ist die Verkabelung. Das Flüstern zieht sich zurück. Vielleicht gefallen dem Adjutanten seine Chancen nicht. Sie scherzen. Einer von denen wird mit einem ganzen Trupp Soldaten fertig. Ja, ja gut, aber wir ja auch. Ne? Es ist ja... So ein Cerberus-Trupp, den schaffen wir auch schon, den zu zerlegen. Sogar inklusive Atlas-Mech. Diese Leiter runter. Ja, hab den Pfeil gesehen. Da ist die Energiesteuerung. Ja, ja, ich komme sofort zur Energiesteuerung, kein Problem. Ich nur mal kurz... Ich glaube, der Adjutant hat sich hier heimisch eingerichtet. Der hat das Ganze hier als sein Territorium. Wenn es vorbei ist, müssen wir ziemlich viel reparieren. Hoffentlich kommen die zivilen Bereiche zuerst dran. Du bist gnadenlos. Zumindest das haben wir gemeinsam. Bei den Geistern! Hallo! Hallo! Schön! Guten Tag! Ich hasse diese Dinger! Hass macht gefährlich. Das sah mir eher nach Angst aus. Also gut, zurück zur Tür. Kann es sein, dass unsere Waffe explizit gegen Barrieren und so weiter extrem effektiv ist? Okay. Pass auf. Adjutant.
Adjutant ist der Cerberus-Codename für die experimentellen Subjekte, die in einer geheimen Einrichtung hinter dem Omega-4-Portal erschaffen werden. Die Kreaturen basieren auf Reaper-Technologie und die auf Omega angetroffenen Adjutanten besitzen die Fähigkeit, jede Lebensform zu infizieren und auf diese Weise einen neuen Adjutanten zu erschaffen. Adjutanten sind tödliche Rudeljäger. Sie halten sich verborgen, beobachten mögliche Opfer und verwirren sie mit subtilem Flüstern. Wenn sie ein Ziel ausgewählt haben, greifen die Adjutanten dieses aus dem Hinterhalt mit geladenen Projektilen an, die ein heftiges, instabiles Masseneffektfeld erzeugen, das zu schwerer Desorientiertheit führt und das Ziel hilflos macht. Ihr verstärktes Muskelgewebe verleiht den Adjutanten die Fähigkeit, mit einem Sprung überraschend große Distanzen zu überbrücken und sich ihrem Opfer somit rasch zu nähern und es zu infizieren. Die Grundgestalt dieses Wesens entspricht keiner bekannten Spezies. Xenobiologen vermuten, dass die Reaper das Virus mehrere Zyklen vor der Auslöschung der Proteane erschaffen und eingesetzt hatten und dass es noch immer Spuren seines ursprünglichen Wirts in sich trägt. Wenn das wahr ist, sind die Adjutanten, genau wie die Kollektoren, ein Blick in die ferne Vergangenheit einer Spezies, deren Existenz und Kampf gegen die Reaper seit langem vergessen ist. Also quasi auch ein Dienervolk für die Reaper. Die Reaper haben sie angepasst, also zumindest dem Virus entsprechend. Und wir können jetzt noch sehen, was aus ihnen geworden ist. Okay, hier komme ich nicht hin. Wir müssen, glaube ich, auch einfach da oben... Wir haben das Ding ja angeschaltet jetzt. Nee. Hier lang. Noch mehr von euch? Rudeljäger hieß es.